alleine will sterben. Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Hey Präsident, du bist doch eine von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Das Leben aller anderen. Sag mir mal warum. Sie laden die Gewehren und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich bin das so bekloppt, warum muss das so sein? Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und das Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig würde, welcher Gott nun der Wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Vielleicht kann ich noch nicht verstehen, wo die Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja